Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wie so ziemlich in jedem Part heißt es jetzt auch wieder erst die Arbeit, dann der Spaß. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle Spezialaufträge machen. Also die Aufträge für alle anderen Charaktere außer Link. Also Yunobo, Sidon, Riju. War da noch wer? Nee, ich glaube, das war's schon. Ja, für Yunobo, Sidon und Riju. Ganz genau. Die werden wir jetzt erstmal machen. Ich plane so pro Aufgabe 10 Minuten. Das heißt, wir werden heute den Part wahrscheinlich damit voll machen. Okay, er ist dumm. Kriegt direkt aufs Maul. Aber das ist nur gut. So bleiben wir nämlich vielleicht dann sogar unter den 10 Minuten. Obwohl, Moment mal. Wenn ich mir das Zeitlimit so anschaue, was ist das denn? Oh, was zum Teufel? Und vor allem der Damage von ihm. Okay, ich kann aber auch zu Daruk wechseln. Also, wenn es mir hier zu viel wird, kann ich zu Daruk. Und er macht dann für uns weiter. Haben wir irgendwas? Nein. Zumindest nichts Vernünftiges. Wir bräuchten halt, ich glaube, Elektro. Nein, ich will doch die ganze Zeit ausweichen, du scheiß Dreckskerl. Na komm. Was wird das hier? Magnetmodul. Zack. Und drehen. Und Schmetterangriff, genau, so heißt das. Ja, komm, machen wir mal zu Daruk. Ich glaube nämlich, dass ich nicht mehr lange mit Yunobo aushalten werde. Oh, holy shit, das war geil. Bitte nochmal. Und dem folgt er auch der Anweisung und macht genau dasselbe nochmal. Nice. Down. Oh, das ist so geil mit Daruk. Ich glaube, es gab eine echt lange Zeit, wo ich keinen Bock auf Daruk hatte, aber mittlerweile ist er echt ganz geil zu zocken. So, die ignoriere ich, diese Drecksviecher da. Die habe ich nämlich keinen Bock. Die würden mir wahrscheinlich sowieso nur Damage machen, wenn ich irgendwie durch die durchrolle oder versuche, die zu besiegen. Also scheißen wir auf die. Und gehen jetzt hier lang. Ah gut, ich weiß jetzt nicht, warum das Zeitlimit so lang ist. Ah, okay. Okay. Na gut. Wenn du meinst. Klar. Ja, ist ein Ivarok hier schön, der mir direkt aufs Maul gibt. Komm. Machen wir mal das Bombenmodul hier. Das geht mir so lange mal auf den Sack, dass er hier so rumspackt. Und ziehen wir ihm die Hälfte ab? Jawoll. Sogar deutlich mehr. Schön. Schönes Ding. Und ich hoffe, das können wir wiederholen. Anscheinend ja. Anscheinend ja. Okay, let's go. Komm. Jetzt hauen wir ihm sogar einen Schmetterangriff rein. Zack. Und bam.
Der geht schneller down als gedacht. Also so krass ist das gar nicht. Okay. Gut, das wäre jetzt nicht so geil. Weil er immerhin noch seine beiden Ärmchen hat. Aber wir können das Ding ja nochmal werfen. Alles gar kein Problem. Und dann gehen wir ja nochmal drauf. Und machen Stasis. Ultra effektiv. Mega geil. Daruk, du gehst richtig ab. Schön. Ja, und jetzt dürfte er down sein. Machen wir von hier unten aus. Alles gut. Dann den Schmetterangriff. Und weg mit dem Steinchen. Ja, gut. Und da ist er schon. Der weiße Leune. Ah. Der hart reinhaut. Oh. Seine Balken waren da. Das habe ich nicht gesehen. Ah, hätte ich das gesehen, dann hätte ich natürlich direkt Stasis benutzt. Aber so kann ich dann hier jetzt das Eismodul benutzen, um das wieder rauszuholen. Quatsch, das nicht das Eismodul. Den Eisstab. Und er kassiert den ersten Schmetterangriff. Wir brauchen anscheinend 5. Oder wie sehe ich das? Dem kann man nicht ausweichen, diesen Müll. Das nächste Mal, wenn er so auf mich zusprintet, dann benutze ich meine Spezialattacke oder irgendwie einen starken Angriff oder so. Den Stab meine ich. Meine Spezialattacke oder den Stab. Zack. Geht mir nämlich so langsam auf den Sack hier mit dem. Was? Er kann es trotzdem ausführen. Als ob. Ja, komm. Jetzt hauen wir ihm aber nochmal einen Schmetterangriff rein. Machen Stasis, genau im richtigen Moment. Wunderbar, schön. Ach ja, bei ihm bringt das ja nichts. Scheiße. Ja, okay, da kann er ruhig seinen Rumgehampel da machen. Ja, okay. Das war dumm. Ich weiß nicht, warum ich das trotzdem mache. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Ja gut, vielleicht, dass ich mal vernünftig Damage mache, anstatt dass er dann da rumhampelt wie sonst was. Okay. Komm, wir benutzen nochmal den Stab. Ja, okay. Ich glaube, jetzt wäre es ziemlich unnötig, den Stab zu benutzen. Deswegen spare ich mir das lieber erstmal auf. Und warte, bis er von selbst angreift, um ihn dann einen Schmetterangriff reindrücken zu können. Wunderbar. Jawohl, schön. Jetzt den Attackenhagel reingekloppt. In dein hässliches Face. So, hier kriegst du nochmal einen Eisstab hinterher. Und Bombenmodul. Wunderbar. Komm mir gerade recht. Weil ich glaube, jetzt ist er down, oder? Nein, noch nicht ganz. Oh mein Gott, als ob. Okay. Dieses Mal benutze ich hier aber das Eismodul. Das Kryomodul, meine ich. Und das war auch eine sehr gute Idee. So können wir nämlich über ihn drüber jumpen, wenn er diese Scheiße da macht. Und ich glaube, das ist genau die Taktik, die man fahren sollte. Scheiße. Kryo? Kryo. Jawohl.
wie das Dingen hier ja auch schon anzeigt. Kryo, wenn er auf einen zusprintet. Aber man geht natürlich immer davon aus, dass man das dann immer gezeigt bekommt. Was macht er? Achso, für Sturzangriff X oder was? Ja, okay. Mach deine Hampeleien da. Und jetzt bist du down. Alles klar, du. Und das waren schon ziemlich genau 10 Minuten. Okay, ja gut. Also, bei den anderen Missionen glaube ich dann doch nicht, dass sie so lange dauern. Zumindest nicht beide. Vielleicht noch eine davon, aber das war jetzt schon sehr, sehr lange. Okay, wir kriegen hier Goron-Gewürz 10-mal. Ich weiß zwar nicht, wofür die ist. Wahrscheinlich brauchen wir die für irgendwelche Quests. Und 2 Diamanten. Nice. Die Diamanten sehen zwar hier eher aus wie irgendein Metall. Aber na gut. So, womit machen wir weiter? Hier mit Sidon würde ich direkt sagen. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es nicht... Obwohl... Ja, komm. Ich probier's. Und wenn ich merke, okay, das ist zu krass, dann breche ich einfach ab. Nur ich hoffe, es wird nicht... viel zu krank. So wie im letzten Part mit, oder im vorletzten Part besser gesagt, mit Theba. Weil die Mission war wirklich extrem schwer. Na komm, mach halt hinne. Brauchen wir jetzt nicht künstlich durch diesen Quatsch da in die Länge ziehen, den Part. Okay, er macht aber wenigstens alle kleinen Viecher weg. Wohin müssen wir? Begib dich zum Dorf der Soras. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, irgendwie schon. Aber das Tor ist zu. Okay, wir müssen uns erstmal um ihn hier kümmern. Ja komm, mach halt irgendwas. Und ist sein Stasis gut? Ja, es ist okay, aber jetzt halt nicht das Krasseste, ne? Aua. Drecksau. Stasis. Jawohl, schön. Ja, komm, Sidon. Du bist so ein Lappen, Mann. Warum braucht er denn Ewigkeiten schon wieder, um da den Scheiß zu machen? Okay. Jetzt hat er ihn aber wenigstens. One-Hit? Nein. War ja klar. Hä? Ach komm, ey. Sidon ist mega komisch. Manchmal bewegt er sich übelst schnell. Und manchmal ist er einfach lahm wie Sau. Was soll das denn? Naja, jetzt ist er zumindest down. Der schwarze Moblin. So ein Arsch. Ja, ganz genau. So will ich das nämlich sehen und nicht anders. Nicht so ein hässliches Rumgehampel hier. Ein blauer Leuner. Komm, halt's mal. Wir haben keine Stäbe. Wir haben nur... Wir haben nur unsere Module. Und auch er ist echt scheiße.
gegen Leunen mit seinem Modul. Und ich krieg schon wieder hart aufs Maul mit ihm. Garbage. So ein Garbage. Nein, nein, was machst du? Komm. Ah, okay. Er hat anscheinend keinen Bock. Ah, okay. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Hä? Das ist doch mega scheiße, sein Kryo-Modul. Okay, 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 Bombenmodul. Ich schnall's nicht. Hallo? Warum macht er nichts? Okay, wir können hier nochmal beim Leunen neu probieren. Wenigstens etwas. Vermeide einen Kampf gegen den blauen Leunen. Was? Halsmaul. Was sollen wir denn da machen? Einfach wegrennen oder was? Komm. Spezialattacke. Ich hoffe, wir treffen beide, damit der hässliche blaue Leune mir nicht mehr auf den Sack geht. RIP. Und wir machen wieder die Spezialattacke. Aber wie funktioniert das? Okay. Ich verstehe nicht ganz, wie es funktioniert. Mit der, mit dem Bombenmodul von Sidon. Ach komm, warum macht er so viel Damage? Oh, vermeide einen Kampf gegen den blauen Leunen. Halt's Maul! Und das ist halt mega scheiße mit dem... Mit dem hässlichen Bombenmodul von Sidon. Das ist mega kacke. Komm. Stasis. Zack. Und er ist zumindest down. Können wir jetzt weitergehen? Ist jetzt vorbei. Hallo. Wo bleibt er? Ach komm, ey. Mach diese hässlichen Bockblinster weg. Und gut ist. Reicht's jetzt? Ach so. Oh, ernsthaft? Ja, dann komm. Wenn wir auch hierher gehen können, warum machen wir es dann nicht direkt? Warum wird man dieser hässliche Idiot dann überhaupt da angezeigt? Dann hätte ich ja auch gar nicht den Moblin besiegen müssen. Mann, jetzt halte ich doch nicht auf diesen, an diesen Kackviechern auf. Das geht mir so auf den Sack bei Escort-Quests.
Wenigstens kann der Typ nicht sterben. Das wäre mega kacke. Oder zumindest nicht so einfach. Wenn er irgendwie One-Shot wäre, das wäre übelst kacke. Mann, jetzt lass sie doch in Ruhe. Und geh einfach weiter. Geh weiter jetzt. Ist das eine Scheiße. Richtig salty gerade. Richtig salty. Richtig, richtig salty. Weil es einfach dumm ist. Oder ich dumm bin. Was auch immer. Weil eigentlich... Eigentlich geht das halt nicht. So außenrum zu gehen. Eigentlich wird dann... Wegen irgendeinem Quatsch wieder rumgeheult. Beziehungsweise, was heißt wegen irgendeinem Quatsch? Es wird halt... Ach, komm, halt's Maul. Es wird halt eben deswegen rumgeheult, weil man... Oh, nee, du darfst da nicht her, wird dann halt zu einem gesagt. Ja, komm. Steck dir deinen hässlichen... Müll? Ey. Ich dachte gerade schon, er will die Kacke da jetzt nicht zu ihm zurückschleudern. Komm. Mach Stasis. Eben wurde ich ja betrogen. Was ich übelst lächerlich fand. Einfach da das Stasis nicht gegönnt wurde, weil ich wurde dadurch irgendeinen Quatsch zurückgeschleudert. Keine Ahnung. Ja, halt's Maul. Ich geh mir nicht auf den Sack da drüben. So. Jetzt hau ihm doch vernünftig was rein. Oh, meine Fresse. Ja, okay, komm, Stasis. Das können wir. Zack. Ja, ganz genau. Wunderbar. Schön sie dann. Nice. Geiler Attackenhagel. Wunderbar. Ist da nicht eigentlich Bombenmodul angesagt, wenn er das macht? Da war's. Da war's gerade. Ich wurde... Durch irgendwas wurde ich zurückgeschleudert. Oh ja, der rollt da schon zu dir. Ja. Toll. Nice. Wunderbar, genauso will ich sehen. Und da hätten wir ihm... Nein, 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 lass es sein. Lass es sein. Lass diese Kacke sein. Wunderbar. Haben wir es jetzt geschafft. Können wir jetzt endlich weg. Wir haben es geschafft, sagt er. Aber ich sehe, wir haben gerade mal die Hälfte des Weges geschafft. Können wir den Rest einfach laufen? Ohne hier irgendwie irgendwelche Viecher zu haben. Großartig. So. Aber Moment mal. Ist doch schon der Eingang zum Dorf, oder nicht? So, jedes Viech hier noch wegmachen. Ah, da drüben ist schon wieder irgendwas. Ey, ein Bockblind. Schönes Ding. Dreckiger Spacken, Alter. Sorry. Sorry für diese Ausdrücke, aber... irgendwann reicht's auch, ne? Also... Meinetwegen hätten die dann mehr große Monster hinmachen können.
Aber dass der Typ dann wegen einem Bocklin nicht rankommen will. So, schon wieder hier irgendwo. Da ist auch ein Leune. Wir kommen nicht drum rum. Ich mache uns den Weg frei. Ach komm, ey. Halt's Maul. Das wird doch nie im Leben was. Ja, okay. Es trifft. Wie gut, da steht zwar besiegen den blauen Leunen, aber müssen ihn wirklich besiegen? Okay, die Truppen kommen zu mir. Jawohl. Man muss das genau vor einen platzieren. Nein. Okay. Ja, wunderbar. Schön, 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 schön. Hau ihm doch aufs Maul. Jetzt gib ihm doch auf die Fresse. Ja, okay. Bombenmodul. Ja, okay, okay. Wir haben zumindest jetzt schon mal getroffen. Können jetzt ihm den Schmetterangriff reinwürgen. Ich werde das nie im Leben schaffen. Kommt dann noch ein Leune oder was? Sehe ich das richtig? Was zum... Okay, das hat doch getroffen. Hä? Ja, da war noch ein Leuner. Nee, kann ich mir stecken. Das schaffe ich nie im Leben. Dafür ist Sidon einfach viel zu schwach. Oder ich zu scheiße. Ich habe keinen Bock, mich hier so dermaßen anzustrengen. Irgendwie so straight up für 20 Minuten. Was ich jetzt sowieso schon mehr getan habe. Oh mein Gott, ey. Dann upgraden wir halt jetzt noch Sidon. Soweit wir können auf Stufe 58. Vielleicht upgrade ich den oder level den noch weiter auf. Off-Cam. Ja gut, 14 Stufen sollten genügen, aber... Ich glaube, ich packe ihn noch auf Level 60 und werde dann noch seine Waffen verbessern. Und dann machen wir im nächsten Part hier dieses Dingen. Und dann das hier. Und wenn wir dann noch schaffen, so ein paar Link-Aufgaben... Aber ich denke, die werden dann da noch, so ein, zwei Dinger werden dann da noch mit reingeschoben werden. Oh, Moment mal, hier ist auch noch... Ah nee, das ist nur, weil Sidon zuletzt ausgewählt hat. Gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, deutsch-schwere Sprache, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.